Normalerweise müssten doch auch die UFOs gegen die Autos düsen, ne? Oh, jetzt ist Schluss hier. Das war, glaube ich, das große Finale, ja. Okay, es geht tatsächlich. Also, wie man das gerade gesehen hat, da war noch einer vor mir und der war gar nicht so weit weg. Also, ich glaube, einmal dürfte ich mir das sogar erlauben, in so eine Schlucht zu düsen, aber nicht zweimal. Weil ich bin ja gerade eben zweimal runtergefallen, da habe ich ja gesagt, ich guck mal. Und ich habe natürlich auch nicht alle Speed-Plattformen mitgenommen. Also, es ist durchaus machbar. Und das ist natürlich scheiße, ja. Aber was soll ich da machen? Links ist halt die Schlucht. Die ist scheiße, die Stelle. Der rappt mich ja immer zur Seite da am Anfang. Ich glaube, das haben sie wahrscheinlich so eingebaut, damit man sieht, was für ein Kaliber hier diese Rennstrecke hat. Das kann natürlich auch sein. So, natürlich versuchen, so viel wie möglich von diesen Speed-Plattformen mitzukriegen. So natürlich nicht. Das war gut. Das war ganz gut. So, den will ich haben. Okay. Oh, war gut. Das war gut. Und ich bin auch diesmal nicht in die Schlucht gefallen, ne? Gut. Da kommt jetzt wahrscheinlich gleich runter. Ja, wenn ich es genau nicht gebrauchen kann oder so. Nein, nicht gut. Ah, ich dachte, das geht nicht so weit rein. Scheiße. Mist. Ah, oh, das war echt schade, weil das war eine gute Stelle gerade. Das hat richtig gut geklappt. Ob ich jetzt noch eine Chance habe, weiß ich nicht. Ich gebe mir Mühe natürlich. Hui! Noch zwei Stück. Ich sehe zum Beispiel, also ich sehe schon mal beide. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Kommt noch mal ein Speed-Ding. Ist noch ein vor. Den könnte ich jetzt, wenn gleich die letzte Welle an Speed-Plattformen da kommt, könnte ich ihn durchaus kriegen. Das traue ich mir schon zu. Weiß bloß nicht mehr genau, wann das kommt. Ja, die hätte ich gern gehabt, aber das schaffe ich noch. Nee, so nicht. So ein Arsch, ey. Komm her. Ja. Komm. Ich hoffe, dass ich noch nicht Erster war. Ich vermute mal ganz stark, dass ich das noch machen muss. Ja! Sehr gut. Edelstein haben wir. Ha! Sehr, sehr geil. Das freut mich doch. Ja, kann das alles so klappen. Achso, und ich habe sogar auch eine neue Bestzeit gehabt hier. Das auch noch. Zufällig. Oh. Das gefällt. Ah, lecker. So. Es fehlt noch ein Edelstein und dann haben wir nur noch das Bonuslevel vor uns. Das werde ich natürlich noch probieren. Und dann... Oh. Hier darf ich nicht mehr. Und darf ich hier noch was machen? Nö, ich glaube nicht. Ach, wir kommen direkt... Ach nee, Coco! Wir kriegen ja noch einen von Coco. So war das, oder? War das so? Coco? Interaktion? Nee. Kann ich dir im Kopf springen? Nee, dann doch nicht. Ach, ich darf gerade überhaupt nichts mehr machen, kann das sein? Ach, ich darf gerade gar nichts mehr machen. Darf ich auch nicht mehr in das Bonus-Level rein? Mal gucken. Das darf ich noch. Gut, weil ich glaube, die wollen, dass ich jetzt Cortex besiege. Aber wir gucken mal, ob wir jetzt hier was machen. Ach, wir dürfen hier auch nichts machen. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt erst einmal Cortex besiegen, wie es aussieht. Kommen dann aber nochmal wieder hier rein. Um den Rest zu holen. Vielleicht ziehe ich dann schon mein Fazit? Ich weiß es gerade nicht genau. Den gehen wir jetzt mal. Oder muss ich jetzt hier das nochmal machen? Nee. Ich denke mal, dass wir jetzt erst Cortex besiegen müssen. Ja, sieht so aus, genau. Und dann kommen wir hier nochmal her. Tada. Hoffentlich stelle ich mich diesmal ein bisschen besser an bei diesem Kampf, als ich mit Rick zusammen hier den Kampf gemacht habe. Oder war das mit... Nee, das war mit Dave. Mit Dave hatte ich ja den Kampf hier gemacht. Stimmt. Der Beuteldachs hat mir alle Kristalle und alle Edelsteine gebracht. Die ultimative Macht gehört mir. Die Welt, wie wir sie kennen, wird enden. Ja, da habe ich mich ja hier sehr, sehr doof angestellt. Dabei ist das echt kein schwerer Kampf eigentlich. Genau, geht schon wieder gut los. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? 12. Ja. 12. Zitat aus Alien. Die Wiedergeburt. 12.
So, rein da. Sehr schön. Immerhin. Eine Stufe schon mal geschafft. Yay. Komischerweise finde ich, dass diese Attacke, die Aku und Uka da vornehmen, im ersten Durchgang die schwierigste ist. Das hier stört mich gar nicht, so was sie jetzt hier machen, glaube ich. Sollen sie da rumtüdeln. Das Geräusch hat er ja auch schon im ersten Teil gemacht, glaube ich. Ziemlich genauso. Fängt er wieder rechts an? Ja, fängt er wieder. Okay. Und rein. Sehr gut. Einen noch. Und dann sehen wir ja, glaube ich, schon das Secret Ending, wenn man so will. Aber da gucken wir uns natürlich doch das letzte Level an. Ganz, ganz klar. Stimmt, wir bekommen ja doch einen Edelstein gleich von Coco. Und das ist dann wahrscheinlich der letzte. So, jetzt müsste er wieder seine komischen Bomben schmeißen. Ja. Boah, ist doch gar nicht so schwer. Warum habe ich mir das so schwer getan beim letzten Mal? Ich spring mal rein. Also nicht ins Loch, sondern in die Kugel. Nein, das ist unmöglich. Nicht schon wieder ein Gefangener der Zeit. Die Zeitstrudelmaschine hat nicht gehalten, aber wir hatten Glück und sind entkommen. Schwer zu sagen, was aus unseren Gegnern geworden ist. Aber ich nehme an, wir werden sie eine lange Zeit nicht sehen. Ich hoffe, dass wir sie bald wiedersehen werden, denn vielleicht machen sie ja nochmal einen neuen Jump-and-Run-Teil. Also auch auf diese Art, aber halt komplett neues Spiel. Das wäre schon sehr, sehr geil. Ja! Und wenn wir jetzt, glaube ich, zu Coco gehen, kriegen wir unseren Edelstein. Coco? Coco? Oder muss ich Interaktion drücken? Achso, nee. Ja, aber jetzt, dadurch habe ich jetzt ja das... Mir fehlen immer noch 3 Edelsteine. Habe ich denn irgendwo noch einen Edelstein verbaselt? Ich muss das jetzt nochmal durchgucken. Fehlt mir noch irgendwo ein Edelstein? Aber ich krieg doch... Ich dachte, ich krieg von Coco noch einen. Vielleicht krieg ich ihn aber auch wirklich, wenn ich die anderen beiden Edelsteine habe. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also bei Engine ist nichts. Ich gehe nochmal zur Sicherheit jetzt mal eben alle durch. Hier bin ich mir eigentlich recht sicher, dass ich hier alle habe. Wenn ich jetzt nirgends mehr einen sehe, wir machen auf jeden Fall gleich das Bonuslevel. Mal eben schnell. Es ist auf jeden Fall knifflig, das hatte Rick mir ja schon verraten. Also das hier... Ich glaube auch nicht, dass ich noch irgendwo einen vergessen habe. Nein, ich will es nicht ausschließen. Ich bin ja manchmal schon sehr verwirrt. Das auf jeden Fall. So, die ersten 3 nochmal. Was haben wir denn hier? Nee, Doubleheader ist nichts. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo einen. Dann hier High Time nicht. Und Deep Trouble nicht. So, sind wir auch durch. Eggy plus Rex, den habe ich ja auch. Und ich, also die beiden Bonuslevel habe ich bei beiden die Kiste und die Relikte geholt. Da weiß ich ja auch. Da habe ich ja die Trophäe für gekriegt, für diese 102% da. Okay, da ist auch nichts. Nö. Ich glaube auch nicht, dass mir noch irgendwo einer fehlt, ehrlich gesagt. Das müsste der letzte sein, den wir von Coco kriegen. Wahrscheinlich kriegen wir den in diesem Spiel erst, wenn wir auch das Zusatzlevel gemacht haben. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es so ist. Deswegen, das ist ja doch noch eine kleine Aufgabe, das letzte Level auf jeden Fall zu schaffen. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, aber ja, wir versuchen unser Bestes natürlich. Also ich versuche mein Bestes, keine Sorge.
Er sagte, es ist nicht so schlimm wie Stormy Aspen, weil das habe ich ja auch ein paar Mal noch offscreen probiert, aber das war, hat echt keinen Spaß mehr gemacht dann. Gut, dann also auf in dieses Level. Da gibt es nochmal ein Relikt und zwei Edelsteine und dann kriegen wir wahrscheinlich von Coco den letzten. Vermute es einfach mal. Wir werden es sehen. Das ist jetzt Future Tense. Ein komplett neues Crash-Level. Bin sehr, sehr gespannt, was sie sich hier haben überlegen lassen. Aus großen Kräften folgen große Gelegenheiten. Aha. Ich habe ja meine Bazooka. Mit der kann ich es mir ein bisschen leichter machen. Aha. Guck mal, hat Rick ja schon angekündigt hier. Bam. Wie viele Kisten gibt es denn hier? 145. Das ist ja noch human. Auf jeden Fall ist es ein bisschen heller gehalten. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Aha. Das wirkt mir gerade viel zu simpel gestrickt. Das wird ja bestimmt noch richtig... Oh, die bewegen sich neu. Oh! Nein, das ist auch nicht so neu. Ja, hier machen wir einfach... Pass auf. So, Bodenkarton. Aber diese... Ach scheiße, diese Drehkisten, die hatten sie ja eigentlich bisher nur bei den... halt! Den Mittelalter-Leveln. So. Also noch. Also ich brauche ja gar nicht. Das ist ja, ich brauche ja gar nicht hetzen. Das sitzt ja schon so drin. Aber das Relikt holen wir natürlich auch hier, ganz klar. So. So, am besten den kaputt machen. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, ist das alles kein Problem. Er hier. Okay. Oh, so einen Fahrstuhl hatten wir auch noch nicht. Den haben wir bisher nur auf seitliche Basis. Sehr cool. Aha. Ach nee. Slippery Climb lässt grüßen. Ja, das war richtig clever von mir. Aber das ist ja cool. Ach, ich hatte ja einen Checkpoint, stimmt ja. Ich bin gerade zu doof, echt. Ich denke die ganze Zeit, ja, das muss ganz mies werden und ich habe irgendwie so ein bisschen Panik. Total unbegründet wahrscheinlich. Oh, okay. Gefällt mir. Das wird auf Zeit natürlich total lustig. Wobei man wahrscheinlich auch so ein bisschen durchrushen kann. Aha. Das ist ja auch geil gemacht. Das gefällt mir. Eine schöne neue Idee. Also es sind natürlich immer die gleichen Gegnerarten, aber sie haben schöne neue Ideen reingebracht. Das gefällt mir. Das Schöne ist ja, dass ich die Bazooka habe, deswegen machen wir das hier alles schon kaputt. Das vergesse ich natürlich jetzt wieder alles total. Kann ich denn... Warte mal. Ob das geht? Kann ich... Nee, wahrscheinlich geht das nicht, ne? Ich habe gerade überlegt, ob ich den vielleicht... abschießen kann vom Spiegelbild her. Was ist denn da? Moment. Wie mache ich denn das jetzt? Muss ich gleich nochmal wieder... Vielleicht muss ich gleich nochmal wieder zurück. Ich habe jetzt keine Kiste gesehen, die ich abschießen könnte. Da ist versteckt oben, ne? Also ich hoffe... Interessant. Erstmal alles kaputt machen. Ah, hier geht's zurück. Oder muss ich das sogar? Achso, ich muss das vielleicht sogar. Gut. Es ist interessant und knifflig. Das ist richtig, richtig schön. Oh, krieg ich nochmal einen Akku geschenkt? Oder vielleicht den vorher schon? Nee, es geht tatsächlich da weiter. Also hier oben ist anscheinend ein Bonusbereich. Da will ich auf jeden Fall lang. Das ist ein... Vielleicht kriege ich dadurch noch die Kisten da oben. So. Ich nehme die noch mit.
Ja, scheiße. Ich hab gedacht, den kriegst du noch. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen beeindruckt noch. Also, ich muss sagen, richtig schönes Level. Und schön vor allem, dass es umsonst ist. Nicht, dass man jetzt hier wieder extra Geld für zahlen muss. Ja, ich stelle mich echt gerade doof an, das ist wahr. Ich könnte die natürlich einfach mit der Bazooka abknallen, die Kiste und gut ist, ne? Das mache ich jetzt auch. So, Ruhe. So. Ja, hat gut geklappt. Gibt's doch nicht. Das ist echt nicht so schwer, aber ich bin zu doof dazu gerade. Wahrscheinlich sehen wir gleich nochmal einen Game-Over-Bildschirm. Kommt der jetzt hier, macht das alles weg. So, ich warte noch, bis das so oben wieder runterfällt. Das war knapp. Okay, jetzt bin ich hier, du. Wer ist hier nicht? Ich hab mich schon verarschen. Wer ist hier nicht? Oh. Okay. Muss ich denn echt nochmal ganz zurück? Hm. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Ich suche hier nochmal ein paar Leben zusammen. Ja, das hat gut gemacht. Diese drehenden Kisten, die habe ich ja auch schon immer so ein bisschen gehasst, ne? Aber wenn man Bazooka hat, geht das. Achso, das geht so nicht. Hallo. So. Wie kriege ich die da unten? Hätte ich vorher machen müssen, ne? Oder was? Hä? Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hier machen oder wie ich das machen will. Warte mal, hä? Vielleicht geht's jetzt gar nicht mehr, ne? Kann ich da an der Seite. Hä? Wie mache ich das jetzt gerade? Moment. Das ist aber interessant jetzt gerade. Moment, Moment, Moment. Aha, okay. Interessant. Ach so, und dann muss ich da schnell wieder rausrutschen, oder wie? Hä? Wie ist das? Also ich komme auf jeden Fall rein. Ich kriege aber nicht... Da muss ich alles kaputt machen und schnell wieder raus, oder wie? Ich muss wahrscheinlich beeilen. Ja. Und da muss ich einfach wieder raus. Okay. Gut, das ist machbar. Aber die Idee ist interessant. Die gefällt mir richtig. Die gefällt mir richtig gut. Also hier den noch machen. Das ist kein Problem. Dann hier. Hopp, 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 rein. Hallo. Mal kurz. So, geht doch. Leben mitnehmen. So, dann. Machen wir das mal so, dass ich jetzt hier, ich glaube, geht das? Oder ich mach das vielleicht. Den, also, so zerstören. Genau. Ja. Den Rest kann ich ja so abholen, ne? Den machen wir kaputt. Manchmal will er die Bazooka irgendwie nicht ziehen, habe ich so den Eindruck. Das ist ganz komisch.
Achso. Kann ich auch noch so machen? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Ach, schade. Aber das ist mal ein knackiges Bonuslevel. Finde ich cool. Ach so. Da hatte ich bisher wahrscheinlich immer Glück, dass ich den richtigen erwischt habe. Also nochmal.